Hallo und willkommen bei Teezy! Tschüss! Ja, Freunde der Sonne, willkommen zum Stream Best-of von gestern. Vielen, vielen Dank für den Support beim Stream, Freunde der Sonne. Wir haben gestern die ganzen Packs aufgemacht, die Player-Picks, das garantierte Tots-Pack, die 500k-Pack, 400k-Pack im Store. Schreibt gerne mal drunter, was in eurem 500k-Pack drin war. Wegen dem Pack gab es hier unter anderem einen kleinen Ausraster. Möchte ich nicht drüber reden, lasst dir gerne ein Däumchen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da und ich sag immer noch, PlayStation 5-Controller sind der größte Much, Digga. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wirklich auch so seht. Es ist der größte Much, neuer Controller und er geht nicht. Er geht einfach nicht. Und was ich noch sagen will, Jungs, was letzter Zeit vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist, echt viel, viel Liebe, Jungs, für euren Support, egal ob Twitch, ob Shorts bei YouTube, ob die YouTube-Videos selbst, ob TikTok. Ihr nehmt aktuell alles auseinander, auch die 900.000 Abos auf YouTube, Jungs, geht viel, und Mädels, geht viel, viel Liebe raus. Und jetzt viel Spaß mit der schönen Zusammenfassung. Es lohnt sich, bleibt dran und gebt euch das. So, ihr Buwe, nehmen wir Scott mit. Ich würde auch fast sagen, der Stream beginnt hier eigentlich gleich mal mit einem Draft-Battle, weil wir müssen direkt zum Stream auf Lock ausspielen, wer den Hero-Player-Pick bekommt. Ich hatte ja einen ganz guten letzten Sonntag abgeliefert. Wir gehen rein. Simbo? Flieder richtig geil. Link, Schnack, Schnuck. Ich fange an direkt. Ja. Ich warte, bis die Wette durch ist und dann geht's hier direkt rein. So, ich gehe hier rein. Emote only, bitte. Was haben wir denn hier? Ja, muss schon die hier mitnehmen. Fünfer-Gelte. Ich habe nur Scheiße gekriegt. Nämlich einen kleinen Tots, aber ich werde dich niemals durchbekommen, aber ich stell dich halt rein. Boah, blockiere ich mir, aber ich stell dich trotzdem rein. Scheiß drauf, nimm mit. Muss ich so durch, bringt mir nichts. Form doch einfach um, Simo. Ist das wieder beschissen. Guck mal. So, was haben wir denn da? 122 plus 2 extra Punkte. Zippos, Emote only. Ach, Digga. HMS, ja, nimm sie mit. Ach, Digga. Was ist gut? Oh Gott, der Herr! Who's bad? Das war richtig gut, Digga! Das war richtig gut! Das riecht sogar nach einem kurzen TikTok! Guck mal, wäre doch einer dabei gewesen. D4Z. D4Z kann ich mitnehmen. Wie war das du? Noch 124. Digga, über was reden wir denn hier eigentlich? Wo extra Punkte? Ein extra Punkt. Ja. So, dann machen wir einen R3-Pick. Ich mache mir erstmal ein geiles Lied rein. Zimmer, machen Sie bitte Ihre Augen zu. Hör ich zu, Meister. Ich mache auch weg. Das ist das Malle-Bundle. Oh, Digga, Okocha. Kann man ja sowas von mitarbeiten. Kurzer Preis, aber das ist ja sehr nice. Footbin? Ein JJ, 600k, über 400k. Ist, was war die Wette? Auf eine Fantasy mit drin. 142 Pick, Meister. Ja, der spielt, der lässt sich auch saugeil spielen. Vor allen Dingen, der Okocha hat ja auch League. Ganz ehrlich, für die Believer würde ich mir jetzt wünschen, dass eine Foot Fantasy hier wohl noch am Start ist. Aber für uns ist schon mal alles gut. Auch okay. Auch okay. Und für die Believer ist alles dabei. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Einfach die Believer mitgenommen. Ja. Und auch eine geile Karte rausgeholt. Einfach nur. Einfach den gemacht. Ja, einfach den Hütchenspieler. Einfach mitgenommen. Perfekt. Alles richtig. Einmal ein schönes W hier rein auch an alle. Macht er gut. Macht er gut. Macht er gut mit. JJ Okocha, wir packen dich ein. Ich kann auch immer mal gebrauchen. MST. Macht er gut. Karte. Ist ein W. Nimm wir dich mit. Hoch. Na, es geht ja weiter, Jungs. Das war ja das erste Pack. Ey, da ist doch gleich einer. Was ist das denn? Brasilianer ZDM, Jungs. Saugeil. Alter Casemiro, zweites Pack. Wette direkt auscashen. Hä, wie cool ist das? Vamos, rein damit. Timbo! Ich hab einen Casemiro gezogen. Was kostet der Mann? 105k nehme ich aber mit. Geile Karte. Können wir unseren Team einbauen. Weh, Digga, aus so einem Pack. Ist krank. Vor allen Dingen, weil ja vorhin noch welche reingeschrieben haben, kostet 100k, aber aus denen Packs ist geil. Direkt mal Wette auscashen. Hier drin ist wieder eine katastrophale... Digga, was sind denn das für geile Packs, Alter? Junge, was ist das denn? Jetzt muss ich den discarden. Aber was sind das dann für kranke Packs? Wer sagt denn hier, hat 50 Stück gemacht und keinen gezogen? Ich mach 4 Packs und zieh 2. Und zweimal Casemiro, der brasilianische Samba-Tänzer. Aber jetzt muss ich den... Wo stecken wir den jetzt rein? Der soll die Ameisen mal wegjagen. Achte! Ja, was ist wieder für ein SBC? Kein SBC, das war dieses Premier League Pack. Zinchenko. Dieses 11x81, das war jetzt nichts Besonderes. Das war so ein Gammel-SBC Pack. Das war kein Besonderes. Was? Ja, ich kann damit eh nichts machen. Was mache ich denn jetzt mit dem? Mit der Zinchengole. Ich würde dir sogar 5 Welle geben, um zu putzen. Ist er das, Timbo? Das kann sein. Oh, Zimbo, ich glaube, das ist nix. Oh nein, das ist gar nichts, Digga. Vigiani. Das ist richtiger Moch.
Das ist richtig rutschig gegangen, ne? Der Mann. Ja, was der ist schon 40. Digga, vor alle Dinge 80er Tempo für eine Totzkarte. 20k hat sich gelohnt. Den Preis will ich jetzt gar nicht raussuchen. Handheben sind wir raus. Baujahr 92. Der sieht aus wie Baujahr 78. Vielleicht ist das auch. Sag, er hat einen gefälschten Pass. Hast du den auch? Ja, das Bruch. Das ist ein Bruch. Ja gut, mit was gehen wir rein? Wir gehen 500k-Pack, 400k-Pack. Die hier. Ja, wir haben da vorne noch das eine, das können wir auch noch mitnehmen. Ja, gehen wir die schon vier. Rein. Ja. Ihr könnt abstimmen, Jungs. Ich sag euch auch ganz ehrlich, der Großteil ist halt wirklich immer für einen Draft so. Ich weiß nicht, der Großteil wird immer einen Draft sehen. So ein ehrenloses Wolder-Schwitzer-Duell, sag ich ehrlich, würde ich auch dafür, ne? Immer gut. Aber es wird's nie. Wobei, heute kämpfen die Wolder-Leute, ja, aber... Ja, das ist sehr eng. Ich glaube, die Draft-Leute pushen zu sehr, ne? Oh, Wolder holt auf. Okay, dann... Wer gewinnt das Wolder-Match? Ich gehe rein. Heute wieder Anstoßpack in der Wolder. Das war wirklich das Ehrenloseste in der Wolder. Du musst als Gast rein. Nimm ich nicht. Nimm ich. Was ist das? Nimm ich. Was ist das? Nimm ich. Halt das Ohr zaus. Was ist das? Nimm ich. Geht das? Ja, das hat beim Überraschungsball hat es gar nichts zu sagen. Oldenburg, dritte Liga, nein. Okay! Oh, West Ham auch gut. Es hat beim. Okay! Aber wie unfair ist denn das? Hast ich hab auch nur das Trick. Oh, nee, ich hab nur das. Ich weiß gar nicht, wen hab ich denn jetzt gehabt? Ich durfte nicht gucken. Salah, Alter. Rice, Bellingham. Wow, Rice. Alter! Okay, komm. Let's go. Faires Spielsymbol. Oh, er schießt! Ja! Er schießt nicht! Was war denn das? Es liegt selber an dem scheiß Quietsch-Controller, der reagiert nicht. Ist das schön! Er schießt einfach nicht. Ja! Let's go! West Ham! Nimm mit. Der schießt vorne einfach nicht. Ist das Quatsch? Junge, aber Quatsch. Ganz entspannt. Bellingham. Panik. Digga, was ist denn mit diesem Ding los? Ja, natürlich. Ja, es ist so. Deswegen hat er geschossen. Ja, jetzt klar. Es dauert voll lang, bis er was macht. Da drücke ich dann 10-mal da drauf. Komm, mach den Flitzer. Ach komm. Ja! Ist das wichtig? Faul, du Alter. Und Boost gestoppt! Ja! Let's go! Okay, ich muss jetzt machen. Hä? Hey. Ja! Das geht's doch nicht. Nein, der Boost ist weg! Der Boost ist weg! Nein! Digga, ich krieg nichts auf die Kette gerade. War das wichtig? Ich brauch mal ein Tor, Alter! Digga, dieser Controller ist aber auch nicht tragbar. Ich drück was und es passiert nichts! Da quietscht nur die Taste und die machen nichts! Ja! Das Ding, da geht nix! Ich kann nichts machen! Ja! Ich kann nichts machen! Das, ja! Spiel den falschen Film! Das Ding kannst du nehmen, kannst du in die Mülltonne schmeißen! Guck mal, ich kann... Wie steht ihr denn? Was lauft ihr denn da? Ja! Ja, ey, jetzt mal ohne Witz, der Controller ist kaputt! Das ist ein Prank! Digga, wo passt der denn hin mit dem Passboost? Gib, es macht nichts! Das Ding quietscht, die Taste rappelt und da funktioniert... Ja! Ja, Digga, Kreis zum Schießen, aber diese scheiß X-Taste hängt! Das ist verarsche, Digga! Dieser Controller... Die, guck mal, auch hier, ich muss zweimal drücken, bis er was macht! Come on! Das Ding kannst du nehmen, kannst aufstellen, weil diese scheiß Drecks PlayStation 5-Controller sind das Schlechteste vom Schlechtesten. Ich schwör's dir, Alter, neuer Controller! Come on! Digga, diese X-Taste war am Arsch. Das Ding quietscht die ganze Zeit nur. Du musst zweimal drücken, bis Zimbo! Dreck, Alter. Sind die schlechtesten Dinger, Alter. Zimbo, der hier ist doch ganz. Ja, zurück. Der ist doch. Ey, ich muss weg. Du hast stark gespielt, ich will's dir sagen, aber ich will wirklich nicht sagen. Ich war klasse. Digga, die X-Taste ist kaputt an dem gewesen. Ich muss zweimal drücken, bis die was machen. Im Wolder gibt's einen Rage Quit. Ich muss. Digga, das hast du selbst beim Menü gerade gesehen, dass ich zweimal drücken muss, bis er was macht. Drücken oder trinken? Drücken. Und vorne beim Tor ist diese X-Taste komischerweise anscheinend noch gedrückt, weil die gehangen hat. Und dann macht er einen Fake Shot. Der Controller geht davor, seit zweimal auf den Stock, oder? Langsam ist einmal drückst. Schön. Aber ich bin wirklich fair.
Der Controller ist wirklich Schmuck. Ich würde die X-Taste hat was nicht gestimmt. Das weiß ich jetzt nicht, aber der Controller ist Schmuck. Vielleicht hat er mittlerweile wirklich, ist er so weit, dass er über die X-Taste ist. Ich musste selbst im Menü gerade zweimal auf X drücken und wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht, ich hätte wahrscheinlich vielleicht auch mit einem anderen Controller verloren, weil ich meinetwegen unterlegen schlechter war, aber der Controller war trotzdem scheiße. Wir gehen erstmal hier rein, ne? Vorhersage ist geschlossen. Ja, da ist doch das Dritte dein Gute. Ich denke auch. Was ist da drin? Banane, Mann. Das ist Bananebrot. Ich sag, die werden jetzt viel reinschauen. Ey, Jungs, ja. Wir haben ja unseren Counter gar nicht hochgestellt. Für was? Für die Tots, weil sie haben ja vorhin schon zweimal Casemiro gezogen. Ich bin nicht heimkommen, sie mir die Terrasse weggetragen. 65%. Ist sie durch schon? Ja, ist durch. Da müsste auch noch so einen Sound geben. Oh, 8. Simbo. Erling! Nein! Oh, ich hab wirklich kurz gedacht, du machst ihn. Es kam so richtig, gerade bei mir, das Erling kam so richtig aus dem Bauch raus. Oh, fuck. Oh, oh. Oh, fuck. Ich hab wirklich gedacht, der ist es gerade. Ich hatte echt ein gutes Gefühl. Schade, Marmelade. Oh, aber gutes Pack. Schönes Pack. Alter, zwei Stück. Wette auscashen, ne? Schönes Pack. Wette auscashen, Chat. Wir können keine neue Wette machen. Ziehen wir einen 1 Million plus Premier League Tots. Aus alle 7 jetzt? Ja, aus alle 7. Noch 3 Stück von denen zum Was? Vor allen Dingen, haben doch was geändert, dass du die jetzt mitnehmen kannst, ja, oder? Ja, irgendwie schon. Digga, oh. Sind das hier garantierte Man of the Match Packs? Oh, Frankreich, wen gibt's denn? MS? Ja, Karim the Dream. Oh, Alter, 93? Das ist schon sehr big, das aber. Das ist schon krass, wird halt nichts kosten wegen halt Tempo, aber. Aber 93, Karim of the Dream? Schon geil. Thunderkarte. Thunderkarten sehen immer sehr geil aus. Oh, Digga, was. Also, ist schon ein sehr, sehr schönes Pack. Tim, das Pack ist für dich. Ach, das. Hoskins! Ein Hoskins, Digga, was ist denn das? Hoskins! Was ist denn das? Digga, wir hat uns einen Hoskins Hops genommen? Digga, was ist denn das? Ich dachte gerade, hä? England, LM! Ach, Digga, das ist doch zu viel. Hat er einen V auf der Karte? Ach, Digga, das ist ja viel zu viel. Also das hat er einen V auf der Karte? Das ist viel zu viel. Ja, Rashford ist LF, schon klar, aber du siehst England und dann ein L, da kommt ein Hoskins da raus. Soll ich dir erzählen? Oh, cool, hier. Ja. Hast du alles so rumliegt. Kacke. Ist das zu viel, Alter. Ja, haben wir schon. Kannst du tauschen? Ja, ist auch schon. Psychel, 10 Subs Wette. Wenn da jetzt ein Tots drin ist, Psychel, gibt es 10 Subs von dir, ne? Ist da keiner drin? Mach ich ein Rudi Anhänger voll. Alter, 300 Kilometer mit dem Rudi fahren, gute Nacht. Mit Jägermeister. Ich mach ein Rudi eine Ladefläche voll mit Jägermeister. Jägermeister! Und ich komme mit dem Rudi 300 Kilometer zu dir gefahren und bring dir eine komplette Ladefläche voll Jägermeister. Digga, wenn da keiner dabei rauskommt. Ein Mann, ein Wort. Lowly TV, Dankeschön. Alles gut. Oh. Boah. Kann doch was dahinter sein. Ja, das ist okay. Ja, jetzt kommt nochmal ein Casemiro. Ja, wo sind die denn jetzt? Der 1-Million-Mann sitzt hinten.